Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Salam Aleikum zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und nein, wir spielen nicht das Najd-Dschihad-Achievement, sondern mit dem merkwürdigsten Schriftzug aller Zeiten im Mogul-Mogulistan. Aus irgendeinem Grund hat er sich so ein bisschen da nach oben geschoben, aus der Ecke, so kommen wir so halb her ursprünglich. Wir sind gerade in einem ganz, ganz, ganz großen Krieg gegen Vijayanagara. Jetzt wird sich hier entscheiden, wer auf Dauer den indischen Subkontinent dominieren wird, und drückt mir einfach mal die Daumen, dass wir das sein werden. So in etwa und nicht anders habe ich es erstmal vor. Das sind 69 Kriegsstand. Wir koren das für 234 Punkte aus irgendeinem Grund nur. Ich würde gerne Vijayanagara noch zwei Festungen abnehmen. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Aber ich bekomme über 100 Überdehnungen. Naja, dann warte mal. Wir sollten schon gucken, dass es unter 100 Überdehnungen sind, die wir dann bekämen. Ne? Baglana, vielleicht eine Idee. 95% Überdehnung, das ist noch eine lösbare Aufgabe. Auf der anderen Seite haben wir dann hier nicht mehr die Möglichkeit. Aber dann fehlt mir mein Kriegsziel. Nee. Nee. Nee, wir müssen es so machen. Also folgendes Ding: Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Portugiesen. Ich muss mal gucken. Aber ich sag's gleich nochmal: Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Portugiesen Goa bekommen über einen Event. Und dann bekommen sie Goa auch direkt als Chor. Das hat für uns dann die Möglichkeit, oder bietet uns dann die Möglichkeit, Goa anzugreifen, den Portugiesen Krieg zu erklären. Und dadurch, wenn wir Goa erobern würden, könnten wir verwestlichen. Das wäre ziemlich mächtig. Das wäre genau in meinem Sinne. Allerdings, also das heißt, bis dahin müssen wir kommen. Das heißt, wir müssen im Idealfall, es ginge auch so rum. Es ginge auch so, dann kann ich Vijayanagara noch erniedrigen. Dann habe ich hier, also ich will nämlich gucken, dass ich meine Machtprojektion möglichst hoch halte. Es ist gut, dass man über 100 Machtprojektionen kommen kann, das geht rechnerisch. Es wäre noch wünschenswert, dass das dann auch entsprechend angezeigt wird. Momentan stoppt die Anzeige bei 100, vielleicht wird das irgendwann mal mit einem Patch gefixt. Also es wäre cool, wenn man da über 100 käme. Auf jeden, also wir kommen definitiv über 100. Und somit hätten wir auf jeden Fall wieder für eine lange Zeit ordentlich Machtprojektionen. Was andere ist halt, wenn wir Provinzen abnehmen. Das darf ja eigentlich auch gar nicht so doof, ne? Wir lassen Mandu raus. Bei 99% Kriegsstand. 93%. 99% Überdehnung. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung. Könnten wir mal gucken. Das könnte ganz gut gehen hier. Kommen wir wieder Gujarat-Rebellen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber müssen wir mal gucken. Freilassen von Vasallen ist hier definitiv unlustig. Aber wir könnten verlangen, dass sie die Bachmanes wieder freilassen. Das wäre ja fast eine Überlegung wert, ne? Obwohl, ne, das sind zu wenig Provinzen. Auf der anderen Seite, dann wäre halt einmal so eine komplette... Da könnte man einmal so eine komplette Schneise durchschlagen. Das wäre schon irgendwie witzig, ne? So, geht das auch billiger? Es geht bestimmt billiger. Das könnte man sich auch noch überlegen. Ach, guck mal da. Dann sind wir bei genau 100 Punkten. Ah ne, wartet, Moment, das geht nicht. Das ist echt kacke. Da haben die sich schon was bei gedacht, ne? Ach, das ist doch alles blöd. So geht's. Wow. Leute, wir könnten die sogar drei teilen. Ich glaube, das mache ich. Schaut euch das mal an. Wir könnten Vijayanagara komplett drei teilen.
Die sind keine Nation im Glück. Das heißt also, wenn sie hier oben irgendwann mal eine Revolte kriegen, in irgendeiner dieser Provinzen, dann haben die echt ein Problem. Also das könnten wir uns überlegen, ob wir das machen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber auf jeden Fall, ihr seht schon, der Günner, der macht schon mal ganz gerne Pläne, bevor das hier überhaupt akut wird. Oh, anderer mag mich jetzt sogar. Das ist eigentlich gar nicht beabsichtigt. Hier, meine Dinge, ja, komm, dann bei Diviert können wir auch mal Beziehungen verbessern. Du willst immer noch kein Bündnisgeld. Wieder auf 71 Punkte hoch, schade. Ich könnte... Ja, ich habe eigentlich nichts im Hut mit Pasai. Ich könnte, wenn ich mal die... wer sind die Rivalen von Portugiesen? Das ist nicht dein Ernst. Wir können mal die Beziehung zu den Briten verbessern. Aber das ist echt nicht dein Ernst. Sie haben als Rivalen, Achtung, haltet euch fest, Marokko und Mali. Ist das an, die konnten echt Mali rivalisieren. Die sind momentan komplett in Afrika gebunden. Das ist aber auch heftig, das habe ich selten erlebt. Ich meine, wir haben 1592. Normalerweise sind die doch schon längst auf der anderen Seite von Afrika angekommen. Naja, egal. Also Leute, da seht ihr schon direkt, was da los ist, ne? So, wie sieht es jetzt momentan aus? Also, hier unten ist der große Stack, 86 Regimenter. Das ist fast die komplette Marie. Da ist nur noch so ein kleiner 10er-Stack, der hier irgendwo rumwimmelt. Genau da hinten ist er, Orissa. Da noch unterwegs momentan. Und wir haben halt leider das Problem, dass wir gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen. Wir haben hier zwei Festungen, die wir belagern. Und im Idealfall müssen wir gucken, dass wir die alle auch bekommen. Ich habe mir aber gedacht, wir könnten Folgendes versuchen. Wir nehmen mal drei von den Regimentern und stellen die da rein. Nur für den Fall der Fälle. Und wir nehmen nochmal drei Regimenter und stellen die da rein, nur für den Fall der Fälle. Du kannst eigentlich hier stehen bleiben, da kommen wir nicht hin, ist die Bewegung blockiert. Das Ding können wir einnehmen. Machen wir das so. Nee, die kommen bald, ne? Okay, nehmen wir die komplette Truppe. Der läuft momentan nach Kurda. 1, 2, 3, 4, 5 Provinzen muss er dafür mitnehmen. Naja, hoffen wir mal, dass wir es schaffen bis dahin. Wir gucken mal. Ich trinke außerdem nochmal gerade einen Schluck, das muss sein. Finde ich gut, wenn die da stehen bleiben. Ihr seht auch, wie Vijayanagara rekrutiert fleißig weiter. Besorgt immer mehr Truppen. Da fällt mir übrigens gerade ein. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, was ich hier gerade mache. Jetzt wird's ungemütlich. Da jetzt hin. Sollen wir warten oder sollen wir angreifen? Ich sag angreifen. Oder doch nicht. Oh shit, ja, die Grenze an. Okay, er will da angreifen. Dann macht er es doch. Ja, gut, 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 gut. Okay.
Gut, 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 gut. Okay. Wow. Alter, 100 Regimenter. Fuck. Ich muss da jetzt schnell weiter. Meine Fresse. Ah, den erwische ich noch, den erwische ich noch. Den 10er kriege ich noch, solange halten meine Männer hier durch. Okay, jetzt geht's richtig rund hier. Ihr seht aber doppelt so hohe Verluste wie wir. Das ist eine Fernkampfphase. Das ist eine Nahkampfphase, eine 9 gegen 1. Yes! Richtig gut, richtig gut. Wir haben mal deutlich eine Nahkampfphase dominiert. Okay, hervorragend. Mit einem Stackwipe noch hinterher. Leute, das kann fast nicht besser werden gerade. Wenn wir das Ding jetzt noch durchhalten, hier nochmal klar dominiert, was war's? Eine 7 gegen eine 5, auch das gut. Nahkampf ist richtig gierig, wenn wir den gewinnen. Und jetzt nochmal, zack, 1200 weg in der Nahkampfphase mit einer 8 gegen eine 2. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Wir haben am Anfang viele Nahkampfphasen verloren, aber es rechnet sich wieder. Wir kommen wieder grün raus. Was das auch immer für eine komische Formulierung war, die ich da gerade geprägt habe. Aber da seht ihr meine Aufregung. Wow, wir haben die Hälfte der kompletten Vijayanagara-Armee gegrindet. Wir haben die Hälfte der Armee weggeschossen. Ich sage nochmal, das war die Hälfte seiner Armee. So, jetzt gehen wir mal gerade hier ein bisschen jagen. Wieder mit 14% Belagerung eingestiegen. Sehr nice. Okay, da kommt die nächste Truppe. Ayutthaya will Militärzugang, warum? Keine Ahnung, lehne ich ab. Interessiert mich nicht. Okay, gut, gut, gut. Ah, da oben kommt Khorasan. Okay. Lauf hier rüber. Ja, lass uns hier noch ein bisschen langsamer angehen gerade. Warte, nimm das Ding da mit. Stopp, mach mir hier den Halb. Ah, shit, zu spät. Muss ich gleich machen. Komm, komm, komm. Ja, schicken wir die Hälfte hoch. Puh, wow. Also wir haben gerade die Hälfte der Vijayanagara-Truppen vernichtet. Das war doch einfach mal richtig gut. Da sieht man mal, was das ausmacht, wenn man einfach mal zwei Neuner würfelt, ne? Und dann geht's halt echt rund. Okay. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wann dieses Goa-Event triggert, also wann die Portugiesen ihre Kernprovinz in Goa bekommen. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Müssen wir mal gucken. Bei Zeiten. Und wann hat Orissa den Krieg erklärt? Vijayanagara missachtete das Bündnis mit Orissa. Wenn ich Glück habe, wird Gondwana das Bengal-Delta freiboxen. Aber nur wenn ich Glück habe. So, wir können jetzt 15 Punkte Legitimität verlieren und dafür den Mansabdaren 10 Loyalitätspunkte schenken. Oder sie verlieren 10 Loyalität und wir verlieren außerdem noch 50 Admin-Macht. Da würde ich sagen, ist die Sache doch eigentlich klar. Da stellen wir uns auf die Seite der Mansabdaren, aber gucken wir mal, was passiert ist. Es wurden Adlige ermordet. In diesen Zeiten waren Adelsfamilien ein Bollwerk der Macht. Sie waren, und das möchte ich nur ganz kurz ergänzen, vor allen Dingen halt der wichtigste Faktor, wenn es darum ging, dass Truppen gestellt werden mussten. Die Ermordung von Anführern mächtiger Häuser wurde als schwerer Schlag gegen das Schicksal der betroffenen Familien angesehen. Mit dem Emporkommen religiöser Zwistigkeiten nahmen auch die Anschläge auf Führer von Adelsfamilien einer anderen Religion zu. Ob das wirklich so war, kann ich leider nicht beurteilen. In dem Buch, was ich dazu gelesen habe, stand jedenfalls nichts, dass das zugenommen hätte. Was aber definitiv der Fall war, und das kann man schon konstatieren, war, dass ab dem 17. Jahrhundert auf jeden Fall mit dem Erstarken der Maraten und der Sikh
auf jeden Fall auch diese Gruppen in die Honoratiorenschichten der Mogulverwaltung integriert werden mussten, um irgendwie zu versuchen, zumindest eine gewisse Art von Gleichberechtigung zu schaffen. Und es war so, dass die dann natürlich auch mit den Adligen aus den sunnitischen Schichten, also aus den sunnitischen Bevölkerungskreisen, Muslime generell wurden ja im Mogulreich gerade unter Aurangzeb, also Aurangzeb wird es geschrieben, aber ich glaube, das Z wird wie ein J oder wie ein S ausgesprochen. Unter Aurangzeb oder Aurangzeb wurden die muslimischen Bevölkerungsgruppen eindeutig bevorteilt. Sie hatten zum Beispiel große Vorteile bei der Besteuerung und Ähnlichem. Also insofern, Aurangzeb oder Aurangzeb würde auf jeden Fall dagegen was unternehmen wollen, wenn das von anderen Glaubensrichtungen kam. Er ist zum Beispiel er hat es auch de facto gemacht, ne? Also er hat Tempelanlagen abreißen lassen und Ähnliches. Diese rigorose Politik der religiösen Polarisierung wurde auch häufig als eine mögliche Ursache für den Niedergang des Mogulreiches angenommen. Ist wohl nicht ganz klar, man kann es nicht hundertprozentig sagen. Was man aber doch definitiv sagen kann, ist, dass das Mogulreich gerade in dieser Zeit die integrative Kraft gegenüber den verschiedenen Religionsgruppen eingebüßt hat. Das war definitiv so. Wir verlieren auf jeden Fall Legitimität. Wir machen das ein bisschen anders. Und wir gucken jetzt mal. Wir warten noch auf die anderen Truppen hier. Und dann gucken wir gleich mal so ein bisschen hier unten nach, was da unten so passiert. Wo wir noch Dorf, da können wir schon mal hinlaufen. Da können wir schon mal hingehen. Und dann gucken wir mal hier weiter. Es läuft sehr gut. Der Krieg läuft wie geplant. Also, ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass wir den gewinnen müssen. Garwal-Nationalisten muss ich jetzt einmal unterdrücken, weil ich gerade überhaupt nichts in der Nähe habe, um gegen die dort vorzugehen. Wow. Wir haben die Hauptstadt in 0, nichts erobert. Okay, das ist auch ein kleines Fort gewesen, aber trotzdem, das war ja wirklich gar nichts. Krass. So, wir werden die übrigen regulären Regimenter nach Vijayanagara verlagern, stoßen vor mit unseren Föderationstruppen Richtung Tondainadu, werden aber hier erstmal einen Zwischenstopp einlegen und gucken, ob die Garnison momentan befestigt ist. Wenn sie befestigt ist, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, einen alles entscheidenden Schlag gegen Vijayanagara zu setzen. Das müssen wir mal gucken. Wir dominieren den Baumwollhandel und kriegen eine zusätzliche Chance auf Kolonisten. Nein, das ist nicht der Fall. Dann können wir die Festung belagern. Ah, das liegt auch ein bisschen so an meiner Kriegsmüdigkeit. Ne? Ah, scheiße. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ich glaube aber, wir können das Ding gewinnen. Er hat heftige Verluste, teilweise auch schon ein paar tausend Mann verloren. Ja, also insgesamt sieht das gut aus. Ah, das da lief jetzt relativ ausgeglichen. Eine 0 ist natürlich nicht gut. Eine 9 in der Nahkampfphase ist auf jeden Fall göttlich. Das schaffen wir. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das noch. Komm, wir schaffen das. Eine 1 gegen eine 1, eine 4 gegen eine 3. Aber jetzt haben wir frische Truppen da. Das ist gut gelaufen, ja. Ich würde... Ja, lauf dann dahin. Und du kannst gleich wieder zurück zu den Föderaten.
Wir holen uns mal schnell hier gerade so ein paar kleinere Armeen. Unsere Diplomaten zurück. Ich habe da jetzt leider gerade keine Zeit für, um da so ausführlich nachzugucken. Ich kann aber sagen, dass wir auf die nächste Festung vormarschieren können. Ich will aber jetzt nicht unbedingt so weit da hochmarschieren. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ach, da oben ist auch noch eine Armee unterwegs. Ich fühle mich aber so, als müsste ich hier noch ein bisschen in der Nähe bleiben. Mich da noch so ein bisschen unwohl. Wir können Mysore angreifen und können versuchen, hier noch eine Provinz einzunehmen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine realistische Option. Und dann gib du mir doch mal bitte... Ah, hier sind viel zu viele Truppen drin. Okay, ich werde mal gerade diese Pause, die mir das Event bringt, nutzen. Um ein bisschen an meiner Truppenzusammenstellung zu arbeiten. Doch, das sind... Auf jeden Fall hier 6 Regimenter, das ist definitiv richtig so. Ja, aber das ist doch okay als Truppe. So, und das Ding hier... das können wir mal halbieren. Ne, das sind viel zu viel. Ne, die müssen wir so stehen lassen. Wie viel Verschleiß kriege ich hier? 1%. Okay, das ist aber im grünen Bereich. Gut, alles klar. Nee, wir bleiben also in Raya La Sema mit unserer 24er Armee regulärer Truppen. Die Föderaten belagern momentan immer noch Tondai Nadu, haben also hier den Angriff gut überstanden. Wir werden jetzt Coronol belagern. Malenadu belagern wir ebenfalls, genauso wie die Küstenprovinz Südkanara. Mysore werden wir jetzt attackieren und die Hauptstadt versuchen zu belagern. Und damit gehört eigentlich schon der, ja, ich würde mal sagen, grob die Hälfte des Dekan. Also Dekan ist die, ist so der südliche Bereich Indiens, so hier ungefähr, also alles ab hier, da spricht man so von Südindien. Das gehört uns jetzt schon zu einem großen Teil. Orissa hat übrigens hier ein Gefecht verloren. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Wir können hier oben 3 Söldnerregimenter ausheben. Und es ist leider nicht dazu gekommen, dass das Bengaldelta befreit wurde. Deswegen müssen wir das jetzt selbst machen. Aber das ist schon in Ordnung. Wir nehmen noch 3 Söldnerregimenter dazu und werden das jetzt gleich machen. Dann ist der Adel dankbar für unsere Gefälligkeiten und die Mansabdare bekommen 10 Loyalitäten. Wir bekommen 700 Dukaten. Das ist unglaublich viel. Mansabdare jetzt mit 76% Loyalität. Momentan nach dem Event werden sie eine Loyalität von 86 haben. Wir müssten jetzt... entweder die Dimmer oder die Ulema unterstützen. Das geht nur bei den Ulema. Ich kann denen leider keine Spende geben. Warum ist das hier? Kann ich was anderes machen, um ihnen mehr Loyalität zu geben? Leider nein. Und hier geht das leider auch nicht. Ich will den Ulema aber auch nicht gerade... Moment mal, das ist aber komisch. 31. Dezember kann ich das wieder machen, aber dann ist der Modifikator, wann ist der denn abgelaufen? Okay, gut, wobei, also solange sie mehr als 40 haben, ist es ja gut. Ich will ja
hauptsächlich den nationalen Steuermodifikator da rausholen. Das ist eigentlich optimal. Boah, 6,2 Inflation. Kann ich katholisch werden? Komme ich zum Papst? Kann ich Inflationsreduktion kaufen für Papsteinfluss? Der könnte auch hier... können wir wieder zu der Missionarsgeschichte da zurückkehren, ne? Wir könnten ja dann eigentlich hingehen und dann... und dann werden wir alle Jesuiten und dann konvertieren wir das alles zum katholischen Glauben. Also auch gerne hier oben alles in der Mongolei. Die Missionarsversuche der Jesuiten, die da waren, waren übrigens nicht so erfolgreich. In Indien hat das nicht so gut geklappt. Das lag auch daran, dass die Mogulherrscher gegenüber der Verbreitung des christlichen Glaubens doch recht bald nicht mehr so wohlgesonnen gegenüberstanden. Also am Anfang war das Verhältnis wohl eher indifferent, man konnte das auch nicht ganz so abschätzen. Und dementsprechend hat man sich da am Anfang auch eher noch auf die Mission eingelassen oder da zumindest nicht gegen agiert. Aber später war es doch auf jeden Fall so, dass man der Mission gegenüber eher abgeneigt war und das auch nicht gut fand. Später, also im 17. Jahrhundert und im ausgehenden 17. Jahrhundert dann auch besonders, gerade auch der Übergang zum 19. Jahrhundert ist da ganz entscheidend, da hatten die Mogulherrscher aber auch schon so wenig zu sagen, dass sie sich gegen die Mission gerade durch die Handelskompanien, also die East India Trade Company und die und ihr Pendant aus Holland dazu, da konnte man dann auch nicht mehr so viel gegen die Mission unternehmen. Allerdings ist da zu sagen, dass das Christentum jetzt in Indien nicht besonders erfolgreich gewesen ist. Das hat auch was natürlich mit den dortigen Gepflogenheiten zu tun, das hat zum Beispiel, also das Kastensystem spielt da sicherlich eine Rolle. Man soll das Kastensystem ja nicht für alles verantwortlich machen, aber es ist ja definitiv eine gottgewollte Ordnung. In der Überzeugung der Kastenzugehörigen oder vieler Zugehöriger. Und insofern will man sich von dieser Ordnung natürlich nicht trennen. Das sorgt allerdings für eine gewisse Stabilität natürlich in der Bevölkerung. Dadurch und man hat das gerade im Mittelalter sehr deutlich gesehen, das Christentum war überall dort sehr erfolgreich, wo die Menschen sich von ihrer Religion oder eben auch ihren politischen Anführern im Stich gelassen fühlten. Dort waren sie meistens besonders erfolgreich. Das war in diesen Regionen nicht unbedingt der Fall. Die lokalen Autoritäten im Reich der Mogulen waren doch recht stark. Das Problem war, sie waren vielleicht teilweise eher sogar schon zu stark, sodass sich die Mogulherrscher hier nicht dauerhaft behaupten konnten. Aber das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich muss auch sagen, mit der Mission Indiens habe ich mich nicht besonders intensiv beschäftigt, also sondern mein Fokus liegt eben durch dieses Buch von Stefan Konermann, Das Mogulreich, Geschichte und Kultur des muslimischen Indiens, halt eher auf dem Schwerpunkt des muslimischen Indiens. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Zugucken. Wir werden im nächsten Teil wieder mit dem Krieg gegen Vijayanagara einsteigen. Wir sind bereits bei 79% Kriegsstand. Mysore, Orissa, ziemlich am Ende. Wir können schon mal gucken, sie würden sich sogar jetzt mittlerweile auf meinen Friedensvorschlag einlassen. Und der große Vorteil, wir können sogar noch mehr Provinzen nehmen. Denn weil wir jetzt diese Provinzen, die wir hier annektieren wollen, auch alle kontrollieren. Ja, aber ich will keine, also ich will nicht über 100 Überdehnungen kommen, definitiv nicht. Baklana wäre doch was, da kommen wir auf. Baklana wäre vielleicht nicht so schlecht. Revakant dann wiederum nicht mehr, ne? Dann sind wir wieder über 100. Ich kann allerdings... Costa an Jakant abdrücken. Die müssten das koren können. Das sind 2-3 Geländefelder. Welche Diplothek haben die? 9. Ja, schwer. Schwer zu sagen. Die sind niedriger als wir in der Diplothek. Wir haben schon 25 Punkte Modifikate. Ach, das liegt daran, weil ich die entlassen habe. Deswegen sind die so scheiße, ne? Ja, so Khorasan, die sind dann ganz schnell wieder ganz hoch, ne? Ja, also, ja.
Okay, nee, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Vielleicht machen wir jetzt schon den Frieden. Wir gucken mal. Ich sag mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und, ja, Salam Alaikum, Allahu Akbar und so, ne, der ganze Kram. Ciao.